Wetten, ich kann sein Gesicht sehen, wenn ich ihm hinterherlaufe. Wie, das war's schon? Also, sorry, Bro, aber das war echt langweilig. Ich dachte, ich bin schlecht. Wirklich, ich dachte, ich bin schlecht, aber wow. Ja. Aber auf den Türmen gab es Pfeile. Da bin ich momentan so ein bisschen, ja, leer. Die würde ich mir schnell holen. Mit Sicherheit gibt es irgendwo eine Leiter oder eine Treppe, aber ich kann klettern. Das kann ich gut. Treppen kann ich nicht so. So, hier Pfeile, da Pfeile. Hier Pfeile, plündern, plündern, plündern. Das war's. Wo sind jetzt hier diese Verräter? Ich würde gerne schauen, dass ich das rausfinde. Gibt es hier sonst noch irgendwas zu entdecken? Zumindest sehe ich gerade nichts. Die Flasche sagt, ein Drittel ist noch drin. Skull. Jetzt ist ein großer Schluck weniger als ein Drittel drin. Aber sie ist noch nicht leer. Das Kind schaut vom Gesicht her aus wie ein Erwachsener. Nur der Körper ist kleiner. Okay, hier gibt es vermutlich einen Schmied. Oder einen Fischer. Ist dir in der Nacht des Überfalls etwas Seltsames aufgefallen? Wenn ich darüber nachdenke, eines der Langschiffe lag woanders als sonst. Weiter im Norden, am Flussufer. Wo genau war das? Nordöstlich von hier, am Ufer entlang. Ist aber ein paar Tage her. Vielleicht ist es nicht mehr da. Ja. Okay, was? Ich denke mal, ich soll hier irgendwas sehen. Schnellreise. Ach so, ja, stimmt. Ich kann ja schnell reisen. Komme ich auch schnell nach Hause? Ich. Eine Frage von Freund. Kann ich. Oh, ich kann auch per Schnellreise einen Raubzug machen. Nicht synchronisiert, klar. Hier wohne ich, oder? Glaube ich zumindest. Hier bin ich gerade. Hier könnte ich hin. Ich würde ganz gern zu Fuß ein bisschen gehen. Und was ich auch ganz gern machen würde, ich werde wirklich gerne rausfinden, wo genau führt dieser Tunnel. Und mit wem kann ich hier drin reden? Mit dir. Soma, um deine Leute besser zu verstehen, sollte ich dich besser kennenlernen. Ja. Wie hast du es geschafft, Jarlskonar zu werden? Mein König Gudrum führte das Sommerheer durch dieses Land. Als der Westsexe angriff, meldete ich mich, um die Stadt zu verteidigen. Ja. Ich wollte Handel treiben, damit unsere Truppen reich und stark sind, wenn sie gebraucht werden. Ah. Gudrum war einverstanden. Ja. Und so habe ich diese Stadt von klein auf großgezogen und mich in sie verliebt. Oh. Sie zu verlieren war wie ein Dolchstoß ins Herz. Verstehe ich, sie verstehe ich. Zu bekommen war wie Balsam. Gerne. Da war ich ja mit beteiligt. Wenn ich den Verräter finde, was wirst du mit ihm tun? Ich würde ihn vier teilen. Meine Hand. Schmerzlos und ohne öffentliche Demütigung. Das ist ja gnädig. Verräter oder nicht, dieses Schwein ist auch ein enger Freund. Ein Teil meiner Familie. Nur ich werde die Bürde dieses Todes tragen. Ja. Die anderen werde ich damit nicht belasten. Das wird genügen. Aha. Sag, warum liebst du Grantherbrück so innig? Ich war jung, als meine Eltern starben. Aber alt genug, um mich zu erinnern. Minimaus, mach's gut, schlaf schön und bis Mittwoch. Wir hören uns. Mehr als eine Silberquelle. Es ist der Ort, an dem ich diese Familie aufbauen kann. Warum ist es keine Goldquelle? Jeden, Warum ist es keine Goldquelle? Oder Handwerker. Okay. Das ist alles. Viel Glück. War jetzt nicht so aufschlussreich, außer dass wir wissen, irgendjemand wird sterben. Soma, um deine Leute besser zu verstehen. Ich kann sie aber auch immer wieder ansprechen. Ist aber immer noch dasselbe. Viel Glück, Eivor. Danke, dass du das für mich tust. Gerne. So, wo ging es denn hier in den Tunnel? Was machst du?
Ja, aber dieser Tunnel war doch gleichzeitig ihr Verderben. Also war es vielleicht doch gar nicht so klug. Vielleicht. Ach ja, und das wussten ja übrigens auch nur ihre drei Verbündeten von diesem Tunnel. Der hier hat mächtig Angst. Ach so, das ist eine Schlange, klar. Da hätte ich auch Angst. Niemand mag Schlangen. Ist hier irgendjemand, der Schlangen mag? Also, nur so aus Interesse. Ah, Licht. Altes Kreuz. Eine Spur gelber Farbspritzer. Ja. Dieser Tunnel führt in das Langhaus. Der Verräter hat den Eingang mit einem gelben Kreuz markiert. Ja. Und dann die Angreifer eingeschleust. Hier muss der Verräter mit ein paar anderen herausgekommen und in Richtung Flussufer gelaufen sein. Mhm. Ich verstehe. In Richtung Flussufer, also hier entlang. So hat es diese Bildcollage gerade gezeigt. Was genau ist gerade unsere aktive Quest? Die, oder? Bla 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 bla. Ja. Mhm. Rabenclan? Nee, da sind wir nicht. Unheiliger Vater. Hier sind wir. Ja, das haben wir gemacht. Wir sind, glaube ich, gerade hier. Sprich mit Leaf. Die ist hier in diese Richtung. Dann wollen auch wir in diese Richtung. Fürs Erste. Und dann schauen wir weiter. Ich meine, es sind zwei Männer und eine Frau. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer der Männer der Verräter ist, ist halt ein Ticken höher. Ja, kletterst du bitte weiter hoch? Junge, hallo. Zeig mir, was vor uns liegt. Da hat er nicht mal Bock, über eine scheiß Mauer zu klettern. Weißt du, überall klettert er rum, auf die höchsten Berge, aber über so eine kleine Pissmauer will er nicht. Weißt du, hier geht's wieder. Ja, ich war halt gerade nicht in Stimmung. Was? Oh, was stöhnst du denn so? Weißt du, du hast gerade drei Rollen gemacht. Das war jetzt wirklich nicht so anstrengend. Okay, Leaf scheint definitiv außerhalb dieses Dorfes zu sein. Ganz ehrlich, wenn man sich das hier so anschaut, das ist schon wirklich schön. Das ist wirklich schön. Hier in diesem kleinen Bachufer, Bach, was sagt man da? Ja, da ist halt so ein Bach drin. Das schaut auch hübsch aus, da könnte sich auch was verborgen haben, aber ich habe nichts gesehen. So, hier kurz durch den Fluss. Ganz ehrlich, da schwimme ich schnell. Da braucht man nicht unbedingt unser Boot oder Schiff oder wie auch immer man es nun nennen möchte. Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Ich will, dass du stirbst. Du bist ein Engländer. Ich mag die Engländer hier nicht. Zack in den Fuß, du Butterbirner. Tschüss, Pferd. Ich wollte nicht, dass es da so einsam und verlassen am Wegesrand steht, deshalb habe ich es weggescheucht. Ich bin ein äußerst guter Mensch. Ach ja.
Wie war das eigentlich nochmal mit Rennen? Das ist... Das hier ist also die blanke Nebenhand. Eines Tages werde ich mir auch die Knöpfe merken können. Hoffe ich. Es wäre wirklich schön. Ach, wie schön das hier ist. Da hinten brennt es überall. Auch das finde ich toll. Die Frage ist, was wird uns Liv sagen? Proviant ist voll, das ist auch gut. Ich denke einfach mal, wir müssen da in diese kleine... Ja, Festung kann man nicht sagen. Dorf wahrscheinlich auch nicht. Sieht ein bisschen nach einem besetzten Kloster aus. Aber ich denke, dort sollen wir hin. Und nach dort mache ich mich auch auf den Weg. Überall Wege. Ich laufe trotzdem lieber querfeldein. Okay, es führt uns tatsächlich eher an diesem Dorf vorbei. Habe ich zumindest das Gefühl. Sollte ich hier vielleicht einfach schnell plündern? Das kann doch mit Sicherheit nicht schaden. So ein kleiner Raubzug im Alleingang. Wir brauchen Ressourcen für unsere Basis, also für unser Dorf. Damit wir dort etwas vorankommen. Ja, kein Stress. Lass dich einfach nicht entdecken. Jo, wir sind tief in einem Misstrauensgebiet. Ich will da bloß rein. Ich will bloß kurz plündern. Alles gut, keiner braucht Angst haben. Ich möchte ja niemanden wirklich schaden. Ach, ihr schießt gleich auf mich? Das ist nicht unbedingt nett. Tot. Komm ruhig hoch. Wenn ihr die Leiter hochklettert, seid ihr echt leicht zu töten. Das ist super. So, ich esse einfach nebenbei. So, wo kommen die anderen Pfeile her? Irgendwo von hier oben? Ach, hier oben. So, den hätten wir. Dich habe ich auch. Ich sollte hier nicht alleine sein, da bin ich mir relativ sicher. Ah, nicht der mit der Lanze, den hasse ich echt sehr. Ich sollte hier hochkommen. Kriege ich hin, oder? Wie redest du? Voll unhöflich so. Komm doch. So, dann haben wir dich. Sonst noch jemand. Wie schnell der rennen kann.
Der ist tot. Glaube ich. Den habe ich gleich tot. Nach seinem fetten Sturz. Ich habe keine Pfeile mehr, das ist schlecht. Die finden mich safe nicht. Okay, sie finden mich doch. Ich will hier bloß rein und plündern. Hoffentlich ist hier irgendwo was zu essen. Ich brauche dringend Essen. Ja, klar, der Kriegshammer, der Bastard. Ich wollte eigentlich die Tür zumachen. Ich muss mich irgendwie reinschleichen. Ich bin neugierig. Ich will wissen, was hier ist. Kriegen wir hin. Hoffe ich. Vielleicht. Wahrscheinlich nicht. Und lang machen wir sowieso nicht mehr. Das muss man dazu sagen. Warte mal, das hier. Nein, wir sind wirklich wieder hier. Das hier ist. Sprich mit Liv. Ist also hier. Hä, war die gerade nicht noch in die andere Richtung? Das verstehe ich. Achso, das ist wieder dieses Dorf. Ob ich wohl da hinkomme, ohne groß Aufmerksamkeit zu erregen? Die werden sofort angreifen. Ja, ja, ist mir schon klar. Ich will da trotzdem rein. Wie war das nochmal mit dem Meuchelmord? So. Leise, still und heim. Warte, der hat eine Lanze, den soll ich als erstes umbringen. Der Lanzenmann muss sterben, so viel ist sicher. Vor allem, Alter, wie schnell der ist. Jo, tot. So, kriegen wir das jetzt hin oder wie schaut das aus? Ich töte dich. Tust du nicht. Wir sind im Vorteil. Ja, ihr seid auch in der Überzahl, voll unfair. So, den haben wir erstmal runtergeräumt. Der ist weg. Ja, Gott verfluch dich, was bist du für ein Unmensch? Sei doch nicht so unhöflich. Da war noch nicht mal die Leiter oben. Die müssen alle erstmal alle hier hochkommen. Da können wir die nacheinander eigentlich umbringen. Ich habe nämlich wieder keinen einzigen Pfeil mehr. Bin ich versteckt? Ist tot.
Fall runter, komm. Fall runter und stirb. Wir haben halt auch nicht mehr viel Leben. Der sucht in dem Laubhaufen. Scheint aber auch der letzte zu sein. Aber das ist so einer mit so einer komischen Pike. Den möchte ich jetzt nicht unbedingt direkt angreifen. Ich weiß, ich würde es bereuen. Außer mit dem Attentat. Das läuft. Okay, wir sind hier wieder alleine. Wir müssen aber trotzdem noch sehr, sehr vorsichtig sein. Okay, der ist tot. Ich würde echt gern diese Tür zumachen. Hallo, mach die Kiste kaputt. Die Kiste! Danke. Boah, ob es hier irgendwo Pfeile gibt, das wäre gerade echt praktisch. Buch des Wissens. Oh, neue Fähigkeit. Brandpulverfalle. Nett. Da liegt Brot. Brot, das ich leider nicht essen kann. Ich bin doch nur hier, um zu plündern. Ganz ehrlich. Ich will ja niemandem wehtun. Ich will bloß euer Hab und Gut. Oh, das hier schaut edel aus. Silber, Silber. Das war's? Wirklich? Wirklich? All der Aufwand hierfür? Das ist scheiße. Das hat sich einfach überhaupt nicht gelohnt. Und zwar so überhaupt nicht. Das war echt eine schwache Leistung. Toll. Dafür habe ich all meine Pfeile geopfert. So, hier gibt's auch nichts zu plündern. Aber ich kann jetzt mit dem Pferd reiten. Ich muss nicht zu Fuß gehen. Und zwar immer in diese Richtung. Was? Ich sollte mein Gesicht verdecken. Ja, halt die Schnauze, reit einfach an dem Kackdorf vorbei. So, irgendwo hier soll sie sein. Die Liv.